willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 auf der ProWars Map, dem Classic-Projekt von uns. Servus. Moin. So. Wir haben letztes Mal noch da unten ein Silo platziert, ein Fahrsilo. Ich durfte es ja nicht platzieren. Ne, du konntest es nicht. Offensichtlich. Was soll das denn jetzt heißen? Weiß auch nicht. Ich jetzt hier gerade mal noch die Textur ein bisschen angleichen. So, das, die Hilfe. So, warte mal. Ich guck dir mal. Die Wiese ist gar nicht mal so klein. Die Wiese ist gar nicht mal so groß. So, dann Textur. Ah, man muss immer gucken. Bodentyp ändern, Tab. Ist das Betonboden, was das Ding hat? Nee. Das ist Betonboden, so heller. Ah ja, so. Der ist aber hell. Das ist, wo hast du es denn jetzt platziert? Ja, ich mach den Boden. Also die... Ach, auf der anderen Seite? Die Straße. Ja, sieht doch gut aus. Oh Gott, jetzt sag mir nicht, hier oben ist auch ein Eingang. Dann hättest du ja gar nicht durch den Hof fahren müssen mit dem Mähwerk. Was noch? Ah, da. Warte, dann schließe ich es aber gerade mal hier. Doof aus. Na, kann man das überhaupt nicht schließen? Man kann es nicht mal schließen. Was ist das denn hinter dem Tor? Und dann hier noch. Ruhig. Ja, auf der anderen Seite, da komme ich gleich hin. So, dann können wir hier nämlich einmal reinfahren und hier auf dieser Seite dann wieder raus. Hätte ich auch gekonnt. Hätte. Ah, kriegen wir den Müll da nicht. Kriegen wir den Müllberg da nicht weg? Nee. Schade. Ja, da müssen wir halt dann dran vorbeifahren, weil ich würde eigentlich ungern jetzt so viel Grasfläche kaputt machen. Grasfläche ist immer gut. So passt es aber also, nicht. Ich würde dann nochmal auf der 7 düngen. Weil das noch gar nichts gedüngt. Ja. Erst recht. Haben wir schon Düngestreuer? Nee. Nee. Der LKW ist Pflanzenschutz. Ja. Hey, der kann aber. Kann der nicht flüssig düngen? Ja, aber ich würde einen Düngestreuer nehmen. Also so generell. Ach, ein Düngestreuer, ja. Was ja. Brauche ich ja trotzdem. Nimm den Fiat bitte, weil der hat Pflegereifen. Ja, meine auch. Ich kann ihn umkonfigurieren. Das Geld hier zum Fenster rausschmeißen, oder wie? Das kostet nicht viel. Ja, natürlich. So, gut. Der benutzt lieber sein, natürlich. Mikado ist jetzt am... Man. Okay. Also, ich bin kein Schaf oder so. Meh. Ein Grasman bin ich jetzt. Wo habe ich denn den Fiat abgestellt? Das kostet sogar gar nichts. Beim Shop. Was braucht man denn? Und jetzt habe ich schon wieder 1000 MS, wo ich immer was gedacht. Nee, ich bin nur zum Traktor geswitcht. Ja. Wahrscheinlich, weil das jetzt Kanzler. Tiger Farm, bitte den Frontlader, also dein Anbauteil am Frontlader wegmachen, dass du die Schaufel mitnehmen kannst. Ich hab die extra nochmal zurückgesetzt. So, soll ich noch einen Mähwerk kaufen oder? Ach komm, das passt hier. Dann nehme ich den Pöttinger Schwarte. Oder das Kreiselmähwerk, den Kreiselschwarte. Von Kuhn. Den anderen Schwarte. Haben wir leider im Moment nicht. Warte mal. Ich würde den den Kuhn SR 340. Gut, dann nehme ich den. Ich könnte mir das hier auch als Nostalgie-Projekt machen. Ja. Ja, auch so Sachen von früher. Deshalb ist es ja ein Classic-Projekt und kein Nostalgie, weil
kann ja nicht einfach die Namen der anderen Menschen klauen. Kann man nur. Hä? Ah. Kannst du alles? Krass, eine Ackerschiene. Aber die Ackerschiene ist nicht fest. Naja. So. Dann fahre ich mal rüber und fange schon mal an zu schwaden. Hast du überhaupt schon irgendwas gemacht? Natürlich. Mit seinen 1000 MS. Rötest du mit mir? Ja, ich bin schon bei meiner dritten Reihe. Das ist gut. Läuft. Läuft. Wie ernstlich. Ich mache jetzt, glaube ich, aber erstmal einen Teil fertig, bevor ich den großen Teil fertig mache. Sonst du. Jo. Da habe ich schon mal den kleinen Teil weg, da muss ich schon mal da hinten ein bisschen vorgefahren. So, das Projekt entschleunigt ein bisschen. Warte, wollten wir nicht immer auf mal 5 kommen oder wollten wir jetzt auf mal 1? Stimmt. Die letzte Folge schon auf. Tja, warum hast du da nichts gesagt? Tja, das frage ich mich jetzt auch. Warum ich nichts gesagt habe? Das ist eine gute Frage. Konnte man durch den Hof auf die Wiese? Du kannst, weil wenn du vom Shop kommst, bevor du in Richtung Hof fährst, geht dann nochmal so eine Straße hoch. Da kannst du hochfahren, dann kannst du, wenn du ein bisschen weiter oben bist, kannst du dann auf die Wiese fahren. Zu spät. Ich bin schon am Hof. Gut. Deshalb wollte ich wissen, ob man... Ich sehe gar nicht mehr euren Namen. Ich bin gleich da. Wo sehe ich euren Namen nicht? Ah ja, da kann man ja drauf fahren. Ah, da vorne ist richtig. Ja, hier direkt hier. Bisschen größeres Teil hier gekauft. Ja, das hat man ja gesagt, dass man den nimmt. Den Kreis. Welchen Sparte. Bin ich vorher? Oder warte mal. Den ganzen. Bin ich jetzt blöd oder? Also entweder bin ich blöd oder es wird. Ne, gut, ich bin doch nicht blöd. Echt, den großen willst du haben? Achtung. Ja, ich fahre. Nicht, dass ich in dich reinfahre. Hä? Hat der denn jetzt ernsthaft was hier übrig gelassen? Die alten Mähwerke sind nicht so genau. Oh, da ist aber auch stark in die Ecke reinge. Weiß nicht, ob ja, ich wollte nicht, dass es später angemerkt hat, komm, nur los. Ja, stehen lassen. Nee, das kriegen wir halt nicht raus da hinten. Das Tricke war. Das Tricke war. Da kann ich sehen, wie du das machst. Das kann ich dir zeigen. Ist ja Autolot? Willst du Gras mit Autolot aussammeln? Geht. Kannst du zeigen. So, wir müssen nämlich, dass die Kühe auch versorgt sind, erstmal ein bisschen Nahrungsmittel und Zeug ranschaffen. Das heißt, ich glaube, wir könnten auch die Hälfte von den Sachen hier erstmal als Silage. Also Gras brauchen die ja sowieso nicht unbedingt. Eigentlich brauchen die ja eher das Mischfutter. Das heißt, das ich mache hier gerade Blödsinn, weil wir sollten erst wenden. Nee. Nein. Kommt doch. Fahrsilo. Genau, wollte ich gerade auch sagen. Das Fahrsilo. Obwohl, so warte, man hätte Heu oder Dings nehmen können, ne? Haben wir überhaupt schon Tiere, ne? Also könnte ich das auch sehen. Weil ich glaube nämlich, man hätte Heu oder Silage nehmen können. Ne, man braucht glaube ich Silage. Achso, Stroh brauchen wir auch, gell? Ja. Ja, Stroh brauchen wir auch, ja. Müssen wir gleich Weizen an. Ja, haben wir ich ja. Ich würde lieber Weizen anpflanzen, dann kommt der Meister raus. Auf Feld 1 haben wir ja. Ja, also Feld 7 ist ja echt ein mickriges Feld. Ja, eigentlich ganz gut. Ah, kannst du Feld 1 auch noch mal düngen? Oder ist das schon? Das ist voll gedüngt. Oh, ja. Da hinten fährt er in die letzte Ecke rein, aber hier am Baum, da lässt er alles stehen. Und hier hinten drin... Der Baum gehört uns nicht mehr. Echt?
Keine Ahnung. Hinter der Viehweide ist nämlich auch noch Platz zum Mähen. Ach, was? Wir machen da einfach irgendwas hin, dann sieht man das nicht mehr. Hallo, das ist bares Geld. Das ist... Ach, keine Ahnung, wofür das ist. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist auf jeden Fall das, was es ist. Ach, Auto. Ach. Ja, stimmt, eigentlich den Feldhexer, den könnten wir eigentlich auch nehmen, für hier das Gras aufzusammeln. Ja. Gibt's ja extra vorne so ein Werkzeug für. Sonst da könnte man. Ja, vielleicht noch ein Ferrari oder gibt noch so, ja, 1 Million Euro oder so. Ja, noch gut. Würde ich nehmen. Und sie so, und sie noch so wünschen. Wo soll denn der Düngerstreuer hin? Keine Arbeit mehr. Wäre mein Wunsch. Gleich oben. Echt, auch. Ist sie so schlimm oder was? Nö. Bleibt nur mehr Zeit zum Streamen oder so. Achso. Mehr Zeit. Ich würde den auch direkt oben zur Sämaschine stellen. Warte. Die Wiese 1 ist düngen. Die Wiese ist düngbar. Ah. Ja, die Wiese ist immer düngbar. Zu spät. Dann düng mal, ja, die, nee, Wiese unten. Nee, die kann man nicht düngen. Ach so. Oder? Musst du gucken, ich glaube schon. Eigentlich kann man jede Wiese düngen. Nein, nur. Nicht ja, dann kannst du dir einen Ladewagen schnappen und das Gras. Ich bin hier. Ja, das ist gleich fertig hier, das brauchst du nicht mehr tun. Ja, aber dann. Fürs nächste Mal. Ich könnte das auch gleich mit dem Ladewagen machen. Ja, du mehr erstmal fertig. Ach, das ist doch nicht mehr viel. Vor allem das Lustige ist, ich glaube, wenn du jetzt hier gedüngt hast, ich glaube, wenn ich dann hier drüber fahre, dann musst du das direkt nochmal düngen. Ja, zumindest der Teil, der noch nicht gedüngt ist. Ja. Der noch nicht gemäht ist. Naja. Oder. Jetzt was eigentlich. Ah, ich habe jetzt erstmal eine Woche und ein bisschen länger. Ja, fast 2 Wochen könnten wir schon sagen. Ferien. Und du bist jetzt schon in den Ferien. Ja. Ich finde es so nice, dass es einfach rein im Fall ist jetzt. Aber ich find's echt kacke, dass wir das jetzt gerade angeführt haben. Kollege, pass mal ein bisschen auf. 6 Stunden vor den Ferien. Finde ich echt kacke. Alter, dieser Fortfahrer, der fährt irgendwie wie Kraut und Rüben. Echt mal, wer ist das überhaupt? Wer ist da hinter dem Steuer? Ich weiß nicht, wo er seinen Führerschein gemacht hat. Wo ist der? Wo ist der? Kennst du überhaupt das Wort Führerschein, Varuna? Hä? Kennst du überhaupt das Wort Führerschein? Was ist ein Führerschein? Ich hab sowas auch. Eine Frage für wer wird ein Millionär? Aber nur für 500 Euro. Nur für 5, würde ich sagen. Nur für 5 Euro. So. Du musst hier gleich nochmal drüber gehen, ne? In der Mitte. Ja. Fest, aber relativ schnell mit dem Mehrwerk. 19 km/h. Ich war 18. Dafür sieht das aber eigentlich ein bisschen langsam aus. Oder ein bisschen langsamer. Das Ding kommt jetzt schon was, aber da muss. Ah, dort! So. Also hier der Fortfahrer, ey, der hat da hier wie Kraut und Rüben. Das muss so sein. Das muss so. Da kommen dann wieder die Ausreden. Das muss so. Der Fort fährt fort und kommt nicht mehr wieder. Das war echt. Also ich muss sagen, der war flach.
Never. Ja, hier hinten fällt auch noch ein Teil zu. Wir müssen eigentlich mal irgendwann so eine Folge machen, wo wir in irgendeiner LS-Folge mal einfach eine Flachwitze vorlesen. Das wäre dann kein LS. Das wäre dann... Flachwitz-LS. Naja, das wäre dann schon LS. Langweilig. Ach, egal, ich hab verkackt. Das ist also warte, Tür, warte. Da fährt so wie Kraut und Rüben. Ja, ich ernte ja auch gerade Kraut und Rüben. Ich muss so sagen. Wie der Dünger hier verschwendet wird. Ne, der wird doch nicht verschwendet. Obwohl, warte mal, der. Überhaupt nicht überhaupt. Der Dünger hier verschwendet wird, ey. Muss ich gleich aber nochmal drüber gehen, wenn ihr alles fertig ist. Jetzt hast du aber Glück gehabt, dass ich gebremst habe. Ja, musst du hier mal kurz ausprobieren. Gleich fertig. Hallo, was soll denn hier die ständige Hupferei? Immer diese Leute, die immer hinter ihnen stehen. Huppen. Die Huppen. Was können wir denn noch machen? Aktuell? Nein. Gibt's da schon was? Weil wir haben jetzt. Sind schon irgendwelche Felder reif, ne? Die, wenn dann die 1, das erste Feld. Die 1 ist immer noch im Wachstum. Aber schon in der höchsten Stufe. So, fertig. Du kannst unten gleich mal noch weiter mähen. Beim Silo. Auch noch ein Feld. Beim Silo. Oh, 100% gedüngt ist hier. Ja. Ich würde sagen. Ich hab's mit über da rein. Wo ist denn hier der Ladeball? Willst du nicht mehr mähen? Doch, kann ich gerne machen. Also unten beim Fahrsilo. Ach, das gute alte Fahrsilo, das kenne ich ja noch. Wo ich das aufgebaut habe, ach, das war eine gute Zeit. Und dann kamen so Leute, die haben einfach gesagt, da kann man nicht reinfahren. Und dann haben die das einfach gemacht. Haha, du hast selber verkauft. Gar nicht wahr. Unter jetzt Zwang. Blende bitte diesen Ausschnitt von der letzten Folge auf. Bitte. Das würde so passen. So eine Rückblende. So. Also es sieht ja hier echt sehr vertrauend aus, wenn da so ein Boot einfach da auf dem See. Ja, egal. So, ich werde fertig hier mit Wänden. Tiger Farm, wechseln wir mal. Dann kannst du mit dem Fendt gleich mit dem Fiat gleich weiterfahren und ich würde den Ladewagen. Ja, was ist denn jetzt? Ja, ich pack nur den Düngerstreuer noch. Oh nein, warte mal, gehört uns das Land hier etwa nicht mehr? Tiger Farm wollte kaufen. Habe ich auch. Ja, aber hier hinten kann ich nicht mähen. Das ist aber gekauft. Aber da kann ich nicht mähen hier, wenn ich hier drüber fahre. Nicht mähbar. Wo denn? Ah, hier. Hä? An manchen Stellen geht's. Hier, guck. Geht nicht. Komisch. Jetzt geht's. Das ist komisch, vor allem weil auf dem Minimap geht auch nicht mehr. Ist es eindeutig, dass es ein Grasfeld ist. Okay, komisch. Ich dachte, du wolltest den Düngestreuer wegbringen. Könntest du auch machen. Soll ich das machen? Das war bestimmt der Bug, den ich auch mal hatte, wo ich meine eigene kleine Map hatte. Da hatte ich nämlich auch so einen Bug, da hat der Helfer, konnte der fast das halbe Feld nicht. Nein, keine Ahnung. Guck, hier. Ich kann das nicht mähen.
Schalter. Nicht schmähbar. Hast du das Mähwerk überhaupt an? Ja, habe ich. Ja, manchmal geht's ja. Ja, manchmal geht's. Hier geht's wieder. Das gibt's nicht mehr. Ja, da geht's nicht weiter, die Parzelle. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Ja, da ist die Parzelle gesetzt. Hä, wie kann ich denn den Düngestreuer abhängen? Du musst aussteigen, dann X. Da hinten geht's auch nicht mehr komplett. Hier geht's wieder. Geht's nicht mehr. Hier geht's auch wieder. Da geht's nicht mehr. Hier geht's auch wieder. Und jetzt geht's auch nicht mehr. Deconnected PDO. Was ist das? Ja, ja, du musst hinten rangehen nochmal und dann nochmal X. Dann verbindet sich das gelbe. Das ist die Farbpfeile. Ja, genau. Damit das mit der Düngerstreuer steuern kann. Ich glaube, hier wird es gar nicht lohnen, ich war da überhaupt rüber zu gehen. Na, guck mal. Das ist hier gar nicht möglich. Ja, dann. Weil wir haben hier einen Traktor von der Balz gemietet, ne? Hm. Da war die Laterne wieder im Weg. Na dann. Dann tue ich den einfach mal ein, Dagan. Oh, so, Leute, wir sind schon wieder. So, ziehen wir uns. Überzeit. Darum würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und oder wir alles. Sehen, oder alles zusammen natürlich. Und wir sehen uns morgen wieder beim Klassikprojekt auf der Pro-Map.